Ja, huhu, hier wieder beim Koali und ihr seht den 12-Götter-Tag. Ein lustiger Tag, ich glaube, wurde ins Leben gerufen von Zu und Claudine, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn nicht, könnt ihr mich gern verbessern. Und den haben schon eine Menge Leute gemacht und der Beru meinte, ich könnte den doch auch mal machen, weil Beru weiß, wie sehr ich Tags mag und hat mich deswegen nominiert. Und ja, er will wissen, was ich zu den 12 Fragen der 12 Götter aus dem DSA-Universum zu sagen habe. Und deswegen dieses kleine Video. Also legen wir schnell mal los. Ich hoffe, dass das mit der Schriftart ein bisschen gut hinhaut. Ich habe das eben mal getestet. Es kann sein, dass es ein bisschen verzerrt wirkt. Kriege ich momentan nicht besser hin, aber ihr werdet euch dran gewöhnen, hoffentlich. So. Der 12-Götter-Tag fängt an mit Frage 1 natürlich. Praios, Sonne und Gesetz. Wie wichtig ist dir die Praios-gefällige Umsetzung der Regeln im Rollenspiel? Ja, häufig diskutiert diese Frage. Ich bin bekannt als Würfeldreher, Regelverschieber, Railroader und sonst irgendwas. Keine Ahnung. Diese ganze Debatte um diese Regeleinhalte-Gedönse erschließt sich mir immer noch nicht. Wer mich ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich das nicht so eng sehe mit dem ganzen Regelkram und mir die Story irgendwie mehr zusagt. Irgendwie, ich bin weniger Rollenspieler als eher so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen was von Impro-Theater, was ich eigentlich eher machen wollen würde. Und deswegen ist es halt so, dass die Regeln hier und da auch mal nicht ganz so genau genommen werden. Und ja, manche Leute mögen das, manche Leute nicht. Meine Spieler, wenn sie mit mir spielen, wissen das ganz genau, wie ich das handhabe. Und ja, dann ist es für alle gut. Wichtig ist es, dass man sich vorher halt darauf einigt, was jetzt gilt und was nicht. Und solange man das geklärt hat, ist eigentlich alles proper. Und dann, diese eine Regel sollte man dann schon doch beachten und diese Regel ist vor allen Dingen mir dann auch wichtig. Jo, also. Außerdem Herz mit Regeln, ne? Ehrlich mal. So. Frage 2. Rondra, ehrenhafter Kampf und Gewitter. Es gibt nein, gibt es einen Kampf im Rollenspiel, der bis heute in Erinnerung geblieben ist? Was ist das? Was für ein Kampf war das und warum ist er dir in Erinnerung geblieben? Allgemein, nee, so richtig in Erinnerung geblieben ist mir jetzt kein Kampf. Natürlich gibt es ein paar Kämpfe, an die ich mich erinnere, die auch ganz cool gelaufen sind, so, wo ich sage, ja, das waren ganz coole Kämpfe. Aber hier ist es ja irgendwie so ein epischer, mega geiler Kampf oder so. Nee. Da jetzt einen rauszuheben, nee. Allgemein gibt es auch nicht so viele Kämpfe bei mir. Bin nicht so der Kampffreund und auch wenn ich als Spieler irgendwo mitspiele, ich versuche eigentlich Kämpfe meistens zu vermeiden. Dieses ganze Hack and Slay aus verschiedenen Rollenspielsystemen sagt mir auch nicht so zu und daher ja, gibt es da halt wenig Kämpfe, die mir groß im Kopf bleiben könnten. Es gibt einen Kampf irgendwie aus meiner Hunter-Runde ganz am Anfang, wo ich mal ein paar Sachen ausprobiert habe, wie es ist mit. Wenn man so einen Kampf so erzählerisch ein bisschen flotter darstellt. Der war ganz cool, fand ich. So vom Gefühl her hat er sich richtig gut angefühlt, als ich den gespielleitet habe. Warum jetzt genau, kann ich auch gar nicht so sagen. Und ich habe mir den ein paar Mal im Nachhinein noch angeguckt, da wirkte der gar nicht so krass gut. Aber ich hatte in dem Augenblick, wo ich es geleitet habe, einfach ein super gutes Gefühl, dass es gerade genau so, wie ich es vorhabe, zu erzählen, dass es genauso wirkt. Und ja, und die Spieler hatten auch super Ideen und haben voll mitgemacht und waren voll irgendwie im Game drin und das war einfach eine schöne Sache. Und wenn ich was sagen müsste, dann der. Jetzt momentan. Okay, Frage 3. Effort, Meer, Wasser, Luft. Welches Element ist dir beim Rollenspiel das Liebste und wovon wünschst du dir mehr? Ja, witzig, witzig. Ja, welches Element, das zieht natürlich auf irgendwelche Bestandteile vom Rollenspiel an. Das habe ich ja schon in meiner Frage 1 ein bisschen anklingen lassen. Ich bin mehr
wenn man das Rollenspiel in zwei Wörter zieht, nicht so der Spieler, eher so in den Rollen verhaftet und mag es, die Charakterentwicklung voranzutreiben. Nicht unbedingt mit Werten oder sowas, aber die erzählerische Komponente des Spiels mag ich halt am meisten und das ist das, warum ich das überhaupt mache. Und deswegen wünsche ich mir davon auch noch mehr. Also man kann das natürlich auch kombinieren mit dem Spiel. Diverse Kanäle, vor allen Dingen hier Zu und Claudine, die machen das wunderschön irgendwie. Sehr schön erzählt. Frank Vogt, wenn ihr den noch nicht kennt, der macht leider nicht mehr so viel. Super Erzählsachen. Ja, also, ne, also mehr Erzählung, mehr Charaktertiefe und nicht einfach nur drauf los, irgendwie, ich will das und ich mache jetzt und ich bin der Geist und sonst irgendwas, sondern ja, verleiht eurem Charakter ein Eigenleben. Erzählt eine schöne Geschichte. Davon wünsche ich mir mehr. Frage 4. Travia, Gastfreundschaft und Familie. Wie sieht der perfekte Platz zum Rollenspielen für dich aus? Der perfekte Platz. Ich muss ja zugeben, wenn ihr den Kanal kennt von Das Reh, ja, da gibt es ein paar auch sehr schön gespielte Rollenspielrunden, leider ohne Bild. Und ich war beim Reh mal in ihrem nationalen Rollenspielkeller oder wie es so genannt wird. Die gute Dame macht seit der Geburt ihres Kindes ja auch nicht mehr so viel, leider. Und das ist wirklich, das ist ein Traum. Also einen Keller zu haben, der ganz und ganz auf das Rollenspiel ausgelegt ist mit verschiedenen Surround-Anlagen um die Spieler herum, mit der Möglichkeit, die Spieler mit Kopfhörer zu versorgen, dass man Einzelszenen spielen kann, dass ein riesen Monitor in der Mitte des Spieltisches, wo verschiedene Karten eingeblendet werden können, wo man Map-Tools verwenden kann, um Spielsteine zu bewegen, um szenische Kämpfe auszufechten. Und dann auch verschiedene Monitore an den Wänden angebracht, damit man nicht sich umgucken muss oder nicht, wenn man, ne, und einfach auch richtig gute Atmo und auch schön ganz kleine Details irgendwie für so an der Wand ganz liebevoll gestaltet und einfach super. Also das ist der Traum eines jeden Rollenspielers, würde ich mal behaupten. Also zumindest von mir. Irgendwie, das ist ein richtig cooler Platz und wenn ich sowas hätte, da wäre ich echt froh drum. Ansonsten finde ich mein Schreibtisch hier zum Online-Spielen schon ganz gut. Vielleicht wäre noch ein dritter Monitor, wäre vielleicht nicht schlecht, um noch mehr Zeug hin und her schieben zu können. So. Ein bisschen andere Beleuchtung vielleicht, weil ich bin manchmal ein bisschen überleuchtet im Stream, habe ich manchmal gesehen. Naja, aber sonst wäre der Rollenspielkeller von Reh wäre schon so einer, also der kommt dem perfekten Rollenspielplatz schon ziemlich nah. Sehr, sehr nah. So, Frage 5, Bohren, Tod und Schlaf. Wie gehst du mit dem Tod von Charakteren als Mitspieler oder als Mitspieler? Ja, also wenn es in der Story halt ist, dann kommt es immer darauf an, was mein Charakter für eine Beziehung hat zu dem gerade sterbenden Charakter. Und als SL, ja, passiert halt. Ne? Wenn es halt sein muss, dann ist es halt, muss es halt so sein. Und diese ganze Debatte um dürfen Spielercharaktere sterben und wie dürfen sie sterben, also ja. Es macht schon, also es ist schon, alle, ich glaube, alle gehen aus dem Rollenspielabend mit einem cooleren Gefühl raus, wenn der Tod eines Spielercharakters irgendwie Relevanz hat. Also wenn er nicht einfach nur so schnipp weg war oder roll mal auf Scheiße runtergefallen tot. Dann gehen, glaube ich, alle mit so einem bitteren, das hinterlässt so einen Fadenbeigeschmack und das ist, glaube ich, nicht gut. Ja, kann aber auch sein, dass Leute das anders wahrnehmen oder so. Es kommt immer auf die. Also bei mir wäre es so. Bei mir hinterlässt das dann einen Fadenbeigeschmack. Und so ein Tod muss immer irgendwie eine Relevanz haben und muss eine Szene haben, die dem Tod auch gerecht wird und die es dann auch relevant macht. Also zum Beispiel habe ich gerade diese Theaterritter-Kampagne gesehen von Zu. Das fand ich ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, es ist noch nicht ganz raus, was da jetzt wirklich passiert. So, aber Stand der Dinge, also Spoiler, hallo, ja, da stirbt jemand.
Oder zumindest ist es angedroht, dass es stirbt. Das ist, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig raus. Und die Szene an sich ist eigentlich ziemlich dämlich. Und es ist auch eine verwürfelte Szene, wenn man es ehrlich nimmt. Ja? Würfel, Glück und Pech entschieden. Allerdings in einer Kampfsituation. Ja? Ist immer ja auch noch was anderes. Aber die Sterbeszene ist sehr, sehr gut gestaltet gewesen und hat dem Ganzen dann auch Tiefe gegeben. Und die Möglichkeit gegeben, einen Tod, und was ja eine ziemlich krasse Sache ist, wenn man nicht eine der krassesten Sachen, dann diese Szene so auszuführen, dass der Spieler und die Mitspieler das Gefühl haben, wow, Moment, stopp. Bei aller Lustigkeit und allem Action und allem Coolen, was wir bis jetzt hier machen. Wow, wow, Moment, stopp, hier ist jetzt was Besonderes. Hier passiert was. Und das ist nicht nur, dass der Charakter stirbt, was unsere Gruppe ja beeinflusst, sondern das ist, da ist noch was, da ist noch mehr. Da. Und das fand ich sehr gut gemacht. Guckt euch an, die Theaterritter-Kampagne beim Zoo. Bildet euch eure eigene Meinung. Eine andere Sache ist ein Tod von. Es war, glaube ich, es ist kein Spielertod, aber es ist ein NPC-Tod bei Frank Vogts Wechselbalgrunde. Da ist die Beschreibung der Todesszene einfach das gewesen, was dem Ganzen einen besonderen Touch gegeben hat. Und ich habe das noch nicht so drauf, als Spielleiter so Szenen, so Todesszenen vernünftig zu beschreiben, weil ich als Person auch eine ganz merkwürdige Beziehung zum Tod generell habe und ich sehr nüchtern auf manche Dinge blicke. Und bei mir das dann sehr, sehr schnell so abgekapselt und weggewischt wird. Einfach, ne? Und ich glaube, das ist ein Problem, könnten relativ viele, auch weil der Tod in der Gesellschaft ja auch so ein Randthema ist, was man an die Seite drängt, worüber man nicht redet, womit man sich nicht befasst, bis es einen betrifft. Und deswegen glaube ich, dass viele Spieler und auch Spielleiter Probleme haben mit Tod im Rollenspiel. Einfach weil man sich dieser Situation erstens nicht aussetzen möchte. Man möchte sich einfach nicht in den Gedanken versetzen, was Tod macht, was Tod mit dem Spielercharakter, was Tod mit den Mitspielern macht. Und zweitens hat man diese Erfahrung einfach vielleicht auch noch nicht gemacht. Also wenn ich da gerade an jüngere Spieler denke, die ja auch was machen müssen. Oder hat die Szenen, wenn es einem schon begegnet ist, mit dem Tod von Freunden, Verwandten oder sonst ähnlichem, hat die Szenen verdrängt, weil das so gesellschaftlich halt ist. Man verdrängt die Trauer und den Schmerz, den sowas hinterlässt, und holt es einfach nicht nach oben. Und in dieser Situation ist es ganz, ganz persönlich meistens, wie Spieler oder Spielleiter mit dieser Situation umgehen können, weil da, glaube ich, sich widerspiegelt, welche Beziehung man selber zu den Sachen hat. Und da eine Balance hinzukriegen, nicht zu viel von sich da rein zu tun, sondern der Szene an sich und im Spiel die ganze Sache zu lassen, das ist eine Herausforderung, die zu meistern wirklich, also man redet ja beim Spielleiten auch immer vom Improvisieren und so ein Zeug, aber hier entscheidet sich, glaube ich, auch also bei Tod entscheidet sich, glaube ich, ganz, ganz viel. Und ja, könnte man eigentlich mal eine ganze Diskussionsrunde machen zum Thema Tod im Rollenspiel generell. Und ich find generell Tod halt ein schwieriges Thema, womit ganz, ganz viele Menschen ganz unterschiedlich umgehen. Und das kann sich im Rollenspiel halt auch ganz unterschiedlich äußern. Meine Sache ist es halt, ich versuche das der Szene Relevanz zu geben. Und die Spieler und Mitspieler merken zu lassen, dass hier was Besonderes passiert. Aber es gelingt mir meiner Meinung nach nicht besonders gut, wenn es denn mal passiert. Muss ich dran arbeiten. So, gehen wir weiter, bevor wir uns hier festquatschen.
Nummer 6, Hesinde, Wissenschaft und Kunst. Wie wichtig sind dir die Illustrationen eines Rollenspielbuchs und welche gefallen dir besonders gut? Sind mir überhaupt, man kann nicht sagen, sind mir überhaupt nicht wichtig. Also ich blätter schon gerne in so Büchern rum und denke, wow, coole Illo und so, aber und wenn ich im Laden stehe und da ist ein Buch, was hat ein Cover und einen Titel und keine Illo außenrum, ist man, glaube ich, auch eher geneigt, das zu sagen, so, ja, gut, ist halt ein Buch. Und wenn eine geile Illu vorne drauf ist, dann, ja, ey, geil, da ist ein Schwertkampf abgebildet oder keine Ahnung was, das ist geil, das nehme ich mit. Von daher bin ich da, ist man oder ich dann doch visuell fixierter, als man wahrhaben will, aber im Prinzip, ich würde jetzt nicht sagen, wenn ihr mir ein Rollenspielbuch hinlegt, wo überhaupt keine Illustrationen drin sind, dann ist das scheiße. Das ist einfach nicht wahr, weil es, von daher würde ich sagen, spielt es überhaupt gar keine Rolle, weil der Inhalt wichtig ist. Aber das Auge ist mit. So kann man es, ich glaube, so kann man es ausdrücken. Das Auge ist mit. Und so eine schön gestaltete Illustration, dass das Ganze ein bisschen aufpeppt und auffrischt und den Lesefluss ein bisschen unterbricht und auch, dass man auch mal sich so visuell einfach vor Augen führen kann, was da auf der Szene, auf der Seite gerade Thema ist, auch beim Durchblättern dann irgendwo hängen bleibt und dann sich die Texte dazu durchliest, und auch die Aufmachung, so wenn die so Kästen schön gestaltet sind oder so, das Auge ist mit. Und deswegen, ich war versucht zu sagen, es spielt bei mir gar keine Rolle, aber ich glaube, wenn ich mich das jetzt mal so ganz ehrlich hinterfrage, es spielt eine große Rolle bei mir. Ich wollte eigentlich sagen, nee, spielt keine Rolle, aber wenn ich so, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr, nee, ist es wichtig. Das Auge ist mit und sehr wichtig, Illustration. Welche gefallen dir denn besonders gut? Ja, halt Sachen, die das unterstreichen, was da gerade passiert. Die eine vernünftige Struktur herstellen auf einer Rollenspielseite, dass man schnell alles findet, wo man hin will. Und wenn es Bilder halt sind, die das Ganze schön auflockern, aber trotzdem das Thema der Seite aufgreifen. Und wenn man zum Beispiel sagt, das ist jetzt die Sektion für Charaktergestaltung, dass man auch Spielern oder Spielleitern etwas an die Hand gibt, so als Beispiel. Ne? Wie sieht ein Werwolf in diesem System? Wie stellt sich der Autor des Systems so ein Werwolf vor? Und gibt einem dann schon mal so einen Tipp, wie es halt sein könnte, wie man den darstellen könnte. Man kann es natürlich immer anders machen, aber so, wenn ich Autor des Rollenspiels bin, so ähnlich, das wäre doch cool, wenn ihr den so darstellt. Ja, zum Beispiel. So, Frage 7. Firun, Winter und Jagd. Wie wichtig ist dir die Jagd nach Erfahrungspunkten oder lässt dich das total kalt? Erfahrungspunkte sind mir total, also mega, fett, super, unwichtig. Ist mir scheiß Schnurzen egal. Sowohl als Spielleiter als auch als Spieler. Mir geht diese ganze ich muss meinen Charakter steigern und weiterentwickeln, kacke sowas auf den Driss und auf den Sack, das ist mir, wenn ich meinen Charakter weiterentwickle, dann ist das in der Story. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, Charaktere am Anfang des Spiels, wenn man sie denn dann erstellt, schon so zu erstellen, dass die Spieler die Möglichkeit haben, das Gefühl zu haben, mein Charakter kann was. Damit ich später sagen kann, hey, dein Charakter kann das und das und das und das. Und, ne, und dieses ganze Gefasel von, ja, das kann der von einem Abend auf den anderen auf einmal super gut klettern, weil er es halt gesteigert hat. Das geht mir halt auf den Sack. Und ich finde, das ist so ein Unding bei, das auch so. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das, aber es ist so überhaupt nicht meins. Und es gehört irgendwie so zu einem Aspekt des Rollenspiels, den ich nicht mag. Und das merkt man, wenn man Spieler ist, bei mir auch. Irgendwie, ich tue mich immer schwer, Erfahrungspunkte zu verteilen. Wenn ich nochmal Spieler habe, die da irgendwie schon ein bisschen Wert drauf legen, dass sie auch ein bisschen was an ihrem Charakter verändern können, weil sie noch nicht ganz zufrieden sind mit dem, wie er sich gerade gestaltet, dann kann ich das auch völlig nachvollziehen. Aber ich tue mich da immer schwer mit und ich vergesse es auch immer. Und ich brauche Spieler, die mich daran erinnern, dass sie Erfahrungspunkte kriegen. Und
Und so gerade in so einem System wie Cyan, wo es auch auf die Entwicklung ja ankommt, wo man nach und nach sich zu einem stärkeren, mächtigeren Wesen entwickelt. Da habe ich jetzt so ein bisschen gelernt, so Erfahrungspunkte geben, Erfahrungspunkte geben, Erfahrungspunkte geben, weil ich selber ja für die Story auch will, dass sich die dass die Charaktere Mächte und Kräfte entwickeln, lang nach und nach, die sie halt am Anfang noch nicht hatten. Aber da ist es halt so auch Teil des Spiels selber. Und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, es ist Teil jedes Spiels oder so, aber ich tendiere halt irgendwie dazu, so kleine, in sich geschlossene Geschichten zu erzählen. Und innerhalb von so ein paar Tagen, Wochen kann sich ein Charakter nicht grundlegend verändern. Und wenn man dann so Kampagnen spielt, die über Jahre, Jahrzehnte gehen, dann kann man vielleicht mal drüber reden, dass sich ein Charakter entwickelt oder auch was lernt oder so, klar. Aber so in so kleinen abgeschlossenen Geschichten, die ich eigentlich viel lieber mag als lange Kampagnen, was eigentlich total doof ist, weil ich spiele gerade voll viele lange Kampagnen. Naja, egal. Dann ist es da auch nicht so wichtig, finde ich. Ja. Jetzt auch in der Phileas-Kampagne, ich werde Erfahrungspunkte verteilen, nachdem jedes Abenteuer vorbei ist. Und ich hoffe, ich denke daran, ja, dass es da auch ein bisschen Erfahrungspunkte gibt. Ich habe auch da auch dafür gesorgt, dass meine Charaktere auf einem Level starten, was ein bisschen gehoben ist. Aber generell, ich finde dieses, ich brauche Erfahrungspunkte, ich brauche Erfahrungspunkte, ich brauche Erfahrungspunkte. Dieser Aspekt der Jagd nach Erfahrungspunkten, damit ich meinen Charakter noch geiler, noch endmega cooler und mächtiger machen kann, es geht so komplett an mir vorbei. Deswegen mag ich wahrscheinlich auch so Sachen wie D&D und Pathfinder nicht, die dann irgendwie so darauf abzielen, dann gehen Ende dann die Combo mit dem und dem Talent und das zusammen ergibt dann die über mega krassen Zauber und nee, nicht meins. So, Frage 8. Zar, Fruchtbarkeit und Frieden. Hast du selbst schon Rollenspielinhalte, ne, hast du selbst schon Rollenspielinhalte das Licht der Welt erblicken lassen? Welche? Handouts, Szenarios, Vignetten? Sehr strange Frage. Was sind Rollenspielinhalte? Also aus Grund des Beispiels, also Handouts, Szenarien, Zeugs irgendwie? Handouts habe ich noch nicht gemacht. Selber, weil ich kann sowas nicht besonders gut. Wenn, dann habe ich so vorgefertigte genommen, habe die dann irgendwie ein bisschen eigen verpackt und dann weitergegeben. Vignetten? Nee, habe ich auch nicht. Szenarios, halt eigene Geschichten, würde ich das jetzt interpretieren. Ja. Da habe ich schon jede Menge gemacht. Und ich habe so eine Sache, irgendwie manchmal gehe ich abends irgendwie schlafen, lege mich ins Bett und mir geistert dann so eine Geschichte im Kopf rum. Und die muss dann irgendwie raus. Das ist mir schon ein paar Mal passiert irgendwie. Und dann stehe ich da morgens irgendwie auf und denke, ich muss mich an den Computer setzen, muss das runterschreiben oder so oder irgendwie sonst. Und dann schreibe ich irgendwen im Skype an, lass mal kurz eine One-on-One-Runde machen, weil ich muss diese Geschichte rauslassen irgendwie, ja. Weil nur aufschreiben ist ja bei mir auch immer so eine Sache irgendwie. Ich schreibe so ungern. Ich erzähle viel lieber. Ich quatsche immer irgendwelchen Scheiß vor mich hin. Ja. Aber von daher, Rollenspielinhalte, also wenn es Geschichten angeht, ja, da habe ich schon bei ganz vielen Geburtshelfer gespielt. Frage 9, Fex, Diebe und Händler, sammelst du Rollenspiele, welches und warum? Nein, tue ich nicht. Wenn ich ein Rollenspiel spiele, dann besorge ich mir das, was ich dafür brauche. Und von Sammeln kann man da überhaupt nicht reden. Frage 10, Pareine, Ackerbau, Heilkunst. Welche Gaben kommen bei euch auf den Rollenspieltisch? Pizza, Chips, Obst und Co. Ich spiele momentan nur online, weil das auch oft genug ist. Ich habe so viele Runden gerade am Laufen, das ist schon echt schwer mit der Zeit. Und es gibt die obligatorische Mischka-Gurke. Wenn ihr die noch nicht kennt, guckt mal auf dem Kanal von Mischka vorbei. Da gibt es coole Rollenspiele-Sachen. Da spiele ich auch bei manchen mit. Und immer, wenn wir Stream haben beim Mischka und es ist Pause, gehe ich immer schön in die Küche und schäle mir eine leckere Salatgurke und esse die dann genüsslich. Oder auch ganz gern gesehen,
Mir für zum Nebenbei schnabulieren so Cocktailtomaten. Sehr, sehr cool. Ansonsten, ja, Chips und Co., klar. Und früher bei Rollenspielrunden, klar, Pizzaservice oder irgendjemand bringt was mit. Meistens dann eher die ungesunden Sachen, nicht Obst und Co. Aber wenn ich hier irgendwie zu Hause bin und im Stream spiele und wir haben Pause, dann darf es dann halt auch mal die Salatgurke sein, weil ich mag Gurken. So. Ingrim, Nummer 11, Schmiede und Handwerk. Schmiedest du die Abenteuerführerrunden selbst oder spielst du eher vorgefertigte Abenteuer? Das hält sich die Waage. Ich bin, habe ich ja eben schon gesagt, so jemand, der manchmal aufsteht morgens und hat so eine Geschichte im Kopf, die raus muss. Dann mache ich sie selber. Und so richtig schmieden tue ich die dann allerdings nicht. Sie entwickelt sich so im Kopf, also ich benutze. Verwende da jetzt nicht mega viel Zeit drauf, die einzelnen Plotpunkte jetzt aufzumalen und die ganzen Charaktere bis ins letzte Detail auszuarbeiten und dann aufzuschreiben, sondern es ist eher so ein Erzählen, ne? Ja, und vorgefertigte Abenteuer, da bricht sich meine Faulheit Bahn, würde ich mal behaupten, und es ist einfach für mich einfacher, irgendwie ein Buch aufzuschlagen, kurz rumzulesen. Ja, okay, finde ich gut, mache ich. Anstatt mir jetzt zwingend irgendwas einfallen zu lassen. Das ist ja auch immer so die Krux von einem Spielleiter. Weißt du, du hast eine coole Szene, hast dir was ausgedacht, dann spielst du die Runde und alles hat super geklappt und die Spielrunde hat mega cool geklappt und dann alle sagen, ja, komm, lass weiterspielen, aber dann fällst du in so ein Loch, weil dann ist deine Idee ja weg. Und dann musst du eine neue Idee haben. Und wenn du keine hast, dann machst du dir irgendwas und dann wird es aber nicht mehr so geil wie vorher, weil, ne? Ich glaube, das kennt jeder Spielleiter auch. Und das ist mir auch passiert. Mehrfach. Auch auf diesem Kanal passiert. Und die Runden tun mir immer so leid. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch die Plüsch-Power- und Plunder-Runde, die ich hatte, die mega geil war und auch die Spieler cool zusammengespielt haben und mit denen ich auch irgendwie mal wieder auch was gerne zusammen machen würde oder so. Na, ich habe euch nicht vergessen hier, Nilex und Konsorten. Aber ich hatte den Plot halt für diese eine Szene, für dieses eine Abenteuer hatte ich den Plot. So. Und danach war halt nichts mehr. Und mir fällt auch nichts wirklich an, was man da jetzt irgendwie noch draufsetzen kann. Man will sich auch irgendwie steigern. So. Und ich kenne das auch von Umbreon zum Beispiel. Der das auch das gleiche Problem. Und da helfen einem so vorgefertigte Abenteuer schon ein bisschen weiter. Weil dann hat man halt irgendwie was, worauf man zurückgreifen kann. Wenn einem dann mal die Inspiration fehlt. Und das passiert jedem. Ja. Und es geht einfach auch schneller. Du liest es, du findest es gut oder nicht und spielst es dann. Und wenn du eine Idee haben musst, dann muss sie halt da sein und dann musst du sie ein bisschen gären lassen und dann stehst du morgens auf und dann sagst du, komm, jetzt spielen wir das. Und dann funktioniert das auch. Ja, aber ich beneide solche Leute, die alles immer selbst ausdenken und wo es immer cool ist und die das in einem regelmäßigen Abstand machen. Beneide diese Leute. Das ist echt schwer, glaube ich. Also, es hält sich bei mir die Waage. In letzter Zeit, Philiasson ist vorgefertigt, Ragnarök ist vorgefertigt, Hunter ist selbst ausgedacht. Halte ich sonst gerade noch irgendwas? Vergesse ich irgendwen? Voll peinlich. Ich glaube nicht. Egal. Also im Prinzip so mal so, mal so. Und wenn es schnell gehen muss, gern mal ein vorgefertigtes Ding. Das. Frage 12. Raja, Göttin der geschlechtlichen Liebe und des Weins. Sex im Rollenspiel gar nicht hinter dem Seidenschleier oder in voller Pracht. Ehrlich, muss man das ausbeschreiben, also wirklich Geschlechtsverkehr im Rollenspiel, muss man das machen? Also klar passiert der, weil
Es gibt in den Welten, die bespielt werden, bestimmt sowas. Aber warum muss man das spielen? Kann ja mal irgendeiner drunter schreiben. Wenn er das, wenn es da draußen einen gibt, der das gerne macht, oute dich doch mal und schreib es mal unten rein und sag warum. Weil mich wird das echt interessieren. Oder wenn du dich nicht traust, das öffentlich auf YouTube runterzuschreiben, dann schreib mich mal per PN, weil mich würde das echt mal interessieren, warum man sowas macht. Dann gehe ich. Das jetzt, irgendwie ist es auch total schizophren zu sagen, dann gehe ich doch lieber irgendwie raus und mach diese Sache im wirklichen Leben. Das hieße ja, dass man die ganzen Sachen, die man im Rollenspiel macht, im echten Leben nicht machen könnte. Oder nicht macht. Und das ist ja auch eine Missbeziehung. Klar, man ist kein Vampir und hat keine Verdunklung 5 oder keine Ahnung was in der Realität. Und man ist auch kein Detektiv und löst tagtäglich Detektivgeschichten. Aber ich weiß nicht. Bero hat irgendwie bei sich gesagt, ich bin nicht prüde, aber, ne? Und es hat auch schnell immer, wenn einer sagt, nee, Sex nicht, nee, dann sagen die Leute, oh, mein Gott, stell dich halt nicht so an. Aber ich finde, das gehört da einfach nicht hin. Es ist Geschlechtsverkehr ist eine intime Sache zwischen zwei Menschen und da gehört sie hin, zwischen diese beiden Menschen und nirgendwo anders hin. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Todessache, die ich eben gesagt hatte. Wenn man sowas spielen sollte, dann ist es wahrscheinlich mega schwer, seine eigenen Vorstellungen, Gedanken und Sachen irgendwie aus der Darstellung rauszulassen oder sie so abzuändern, dass sie auf den Charakter passen. Das ist, wenn, dann wäre es wahrscheinlich hohe Kunst des Rollenspiels, wenn es einer denn ausspielt. Ich würde es nicht machen, weil ich hätte daran keinen Spaß. Aber wenn es jemand ausspielen würde, glaube ich, dass das ziemlich gute Rollenspieler wären. Oder ganz, ganz schlechte. Das kann natürlich auch sein. Nur weil man es macht, heißt es ja nicht, dass man es gut macht. Nee. Deswegen, ich würde sagen, also gar nicht ist natürlich auch so eine Sache, die würde ich nicht sagen. Gar nicht. Geht auch nicht, weil es einfach auch Teil einer bespielten Welt ist. Wenn man jetzt DSA nimmt, es gibt sogar eine Göttin dafür und es passiert halt auch irgendwie. Und aber der Seidenschleier reicht. Also es das heißt jetzt nicht, irgendwie gehen jetzt raus und dann knick, knack und so. Aber eine Andeutung reicht völlig. In Fantasie der Menschen passieren sowieso manchmal Sachen, die man gar nicht wissen will. Und wenn man eine Andeutung macht, passiert da viel mehr. Ist ja genau wie bei Gruselabenteuern oder Horrorabenteuern. Macht eine Andeutung, da passiert viel mehr im Kopf des Spielers als das, was du gesagt hättest. Oder es passiert viel coolere Sachen in dem, was er sich denkt, als du das jemals hättest formulieren können. Weil sobald du es formulierst und heraussprichst, ist es gesetzt und dann ist es so. Und machst du eine Andeutung, dann entwickelt sich der Spieler daraus seinen eigenen Brei und so, zieht seine eigenen Schlüsse und dann setzt das so Sachen in Gang, die für den Spieler okay sind. Dann kann er so weit gehen in seinem Kopf, wie er gerne möchte. Und das reicht aber dann auch. Und ist vielleicht auch viel besser als das, was man gesagt hätte. Von daher, der Seidenschleier mit der Andeutung, das reicht völlig. Wenn ihr euch das Interlude anguckt zu der Phileas und Saga, da war Geschlechtsverkehr halt auch war ein Seitenthema, war ein Thema und ja, ist halt angedeutet gewesen. Ja. Reicht. Irgendwie eine komische Sache, um damit aufzuhören. Ja. Ich frage mich, warum man den Aspekt des Weins jetzt hier rausgelassen hat. Wein im Rollenspiel, gar nicht hinterm Seidenschleier oder in voller Pracht. Denkt mal drüber nach. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.